Leute, was geht ab und willkommen zum nächsten Tag. Es ist jetzt der Sonntag, heute ist nämlich der 12.06. Das habe ich gestern irgendwie falsch gesagt, nicht falsch im Kopf. Und wir haben jetzt endlich wirklich deckend alle Farben draufgeknallt. War mega viel. Wir sind ja gestern noch in Hornbach gefahren für das Podest, was jetzt hinter mir hinkommt. Als erstes mache ich jetzt aber Folgendes, nämlich das Laminat rausreißen. Darauf freue ich mich schon sehr. Die Frage bei so einer Scheiße ist, wie fange ich denn an, den Laminat rauszureißen? Dass man da irgendwie in der Ecke hinten anfängt und dann... Ja, das geht. Sagt ihr, jetzt soll ich das auch noch ordentlich verpacken. Was soll das denn jetzt? Handwerker brauchen keine Schere. Das Ganze mache ich noch auf der anderen Seite. Und dann kommt das wieder Stück für Stück raus. Ich hatte in 5 Minuten erledigt auf den Videos, aber wir sind hier einfach mal den 5. Tag in Folge hintereinander voll dran. Nonstop, mindestens 6-8 Stunden. Liebe Freunde, jetzt bin ich hier gerade am Paket zusammenbinden und was ist mir passiert? Das Ding ist mir voll auf den Finger geklopft. Ich glaube, das wird auch dick und blau. Und wir machen das jetzt wie bei Facebook, ja. Wenn ihr nicht wollt, dass mein Finger abfällt und ein Kind in Afrika retten wollt, dann lasst mir jetzt einen Daumen nach oben auf dem Video und ich mache in der Zeit weiter. So, liebe Freunde, ich bin mit dem Laminat fertig, ist alles raus. Ich gehe jetzt erstmal frühstücken, denn ja, ich bin vorm Frühstück aufgestanden. Hab die Scheiße jetzt hier 1,5 Stunden rausgebrochen und danach machen wir uns so langsam an die Arbeit an das Podest, was jetzt hinter mir hinkommt. So, liebe Freunde, wir sind jetzt in der Garage. Es ist Nachmittag. Wir können heute jetzt das Pult anfangen, was quasi als Caster-Tischuntergrund benutzt wird. Das sind die Platten, die wir gestern gekauft haben. Wir haben da hinten ein paar große Latten, die kommen da quasi drunter mit so Kabelkanälen, damit wir halt immer an die Kabel kommen. Das hast du mal neue Kabel oder neue Monitor oder was weiß ich dann, was da halt drunter verlegt werden muss, dann lassen wir halt ein paar Schubläden quasi auf, die man immer wieder hochnehmen kann, um dann reinzugreifen und dann Kabel durchzuschieben. Das ist zwar etwas komplizierter, als komplett eine ganze Platte einfach mal auf den Boden zu nageln, aber ich denke mal, langfristig lohnt sich das auch. Ja, hier sieht man natürlich jedes Detail. Könnt ihr euch schon vorstellen, wie das in der Realität aussehen wird. Und dann haben wir 3 Teile, die wir gleich nach oben schleppen, an die Wand, direkt festschrauben bis zum geht nicht mehr. Und danach kann es eigentlich losgehen, endlich mit dem Laminat. Profis am Handwerk, ja, was fällt euch auf? Die Seiten sollen hier zusammenkommen, Nummer Seite 1, Seite Nummer 2. Sind leider die gleichen Seiten, falsche Seite abgeschnitten und muss man was improvisieren, würde ich sagen. So, Leute, wir sind gerade auf dem Weg nach oben, weil wir so in das Pult, was später kommt. Und das müssen wir schon für das Podest, was wir jetzt machen, berücksichtigen. Für PC-Tower halt Platz schaffen, damit man die so einschieben kann. Wie breit denn eigentlich schon ein PC-Tower ist? Schauen wir mal, ich nehme den PC von meinem Bruder. Seht ihr, 18 cm ungefähr. Der braucht sogar nur 17 cm, 17,8 oder sowas. Das ist nicht viel. Ich hatte gedacht, ehrlich gesagt, die sind größer. Aber finde ich ganz gut. So sparen wir uns nämlich jede Menge Beinfreiheit später. Was wichtig ist, ne? Beinfreiheit ist wie im Auto. Bist du so ein langer Lulatsch wie der El Humbro, hast ein Problem. So, Leute, Loch ist fertig. Und wie der alte Luke schon sagte, ein Loch ist dafür da, um zu stoppen. Ne? In dem Sinne kommen dann die Kabel rein, beziehungsweise die Kabelkanäle. Während der alte Mann da unten am Pult weiterarbeitet, beziehungsweise am Podest. Ihr habt ja unten normalerweise immer so eine Dämmung in Zimmern unter dem Laminat, damit, wenn jemand so macht, ja, nicht das ganze Haus bebt. Naja, bei mir funktioniert das trotzdem, weil ich fett bin. Diese Dämmrollen, die rolle ich jetzt aus, mach die einmal sauber und vor allen Dingen muss ich das Ding hier sowieso einmal komplett grundreinigen und dementsprechend
lass die Rolle rollen. So, fertig. Hier ist super sauber. Ich bring die Scheiße jetzt zurück nach unten in den Keller. Und dann wollen wir mal in der Garage gucken, wie weit der Vater ist mit dem Podest. Ihr habt gesehen, in der Garage ist noch einiges zu tun. Ich bin mittlerweile hier mal an den Laptop gegangen und habe mir mal ein bisschen so auf Amazon angeguckt, was es so für Möbel gibt, die ich noch brauche. Und ich darf heute wieder, ja, 120 Euro ausgeben. Ach du Scheiße. So, liebe Freunde, wir sind hier mit dem Podest so probeweise vom Rohschnitt fertig. Ihr seht das hier unten. Hier an der Seite, hinten, das ist quasi die Wand, habt ihr hier direkt einen Kabelkanal. Der ist komplett fertig, der kommt direkt mit an die Wand, wo dann die ganzen Stromkabel herführen. Die kann man dann von hier aus dadurch komplett hier drunter her. Na, hier geht es ja quasi im langen Durchgang bis hier vorne hin. Und ja, hier oben Hand, wo ich gerade so stehe, ungefähr, da kommt dann das Pult hin. Und ich würde sagen, wenn der Chef, bist du zufrieden? Ja. Wenn der Chef zufrieden ist, dann geht's los. Das ist Tutti Frutti. Dann mit Gewalt. Schön. Das ist 1A Qualitätsarbeit, Leute. 1A. So, liebe Freunde, wir sind für den Sonntag fertig. Deutschland spielt jetzt gleich. Ah, ja, dir möchte ich nochmal danken, dass du uns hier so hilfst. Könnt ihr auch mal in die Kommentare. Könnt ihr auch nochmal in die Kommentare schreiben hier. Hashtag der beste Papa der Welt. Möchte ich wirklich sehen. Würde mich sehr, sehr interessieren. Ja, hoffentlich ermutigt euch das eventuell auch so ein bisschen diese ganze Videoreihe selber mal irgendwie anzupacken, worauf ihr mal wirklich Lust hattet. Ich bin völlig fertig, gehe jetzt ein zweites Mal heute duschen und morgen gucken wir mal, dass wir irgendwie ans Laminat kommen. Wenn nicht, dann spätestens Dienstag. Vielleicht ist dann auch mein Bruder mal endlich wieder da, der duckt sich irgendwie die ganze Zeit vor der Arbeit. Ja, danke fürs Zuschauen, lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat oder abonniert den Kanal, um nichts von dieser Art und Weise zu verpassen. Und ich freue mich schon, wenn wir das erste Mal in diesem Raum wirklich aufnehmen. Und ja, so lange ist das ja gar nicht mehr hin. Tschüss!